besitze keine Magiekunde. Verlasse mich auf die Götter. Ja, Travigor, dir ist auch klar, dass das jetzt keine untoten Alrix sind oder kalte Alrix, die von einem Lebenssinn gesteuert sind, einfach auf der Suche nach dem Leben, was sie auslöschen, sondern das sind Ghule, die selber von einer Krankheit befallen sind, die hoch ansteckend sind und die in einer richtigen Plage vorkommen können, gerade dann eben auch bei Schlachtfeldern gerne gesehen sind. Dir fällt gerade ein Groschen nach dem anderen. Diese Tunnel, die der Boron-Geweihte angesprochen hat, waren wohl Ghoul-Tunnel. Die haben sich ernährt vom Fleisch. Und jetzt, wo irgendetwas passiert ist, wollen sie mehr Fleisch. Das sind keine normalen Untote, das sind Infizierte. Ghule, zieht euch zurück. Ja, Bahol, das wollte ich euch gerade sagen. Folgt mir bitte. Können wir uns in einen Tempel zurückziehen? Gibt es in dieser Trutzburg einen Tempel? Du hast keine Ahnung. Ich frage das jetzt gerade die Gruppe. Weiß ich irgendwas? Ortseinschätzung und so. Travigor weiß es und ja, doch, du bist jetzt auch seit ein paar Tagen hier. Es gibt noch einen Rondra-Tempel in der Kaserne. In der Kaserne, ein Rondra-Tempel. Eine gute Idee zum Rondra-Tempel! Hält das die Kuhle auf? Hoffen wir es. Ja, weil gucken euch andere Dorfbewohner an, Herr Boranfel ebenso. Sind wir jetzt hier sicher oder sollen wir auch mitkommen? Mit in den Tempel. Zieht euch in den inneren Ring zurück. Also ich würde die Herde tatsächlich so ein bisschen zusammentreiben, anführen und sie in Richtung der inneren Festung lotsen. Ja, Rajadan, Bregelsaum, Rosenbusch, bleibt noch stehen, guckt euch böse zurück. Was seid ihr für Helden? Gebt doch nicht in den inneren Ring auf! Männer zu mir! Auf die Zinnen! Schlachtet sie nieder! Seid nicht töricht, Herr Baron! Wir müssen uns in Sicherheit bringen! Neben dir kannst du auch sehen, wie stinkend in so einer ekelhaften Wolke dann noch Bochonifatius neben euch auftaucht. Das sind Ghule, habt ihr das gesehen? Richtige Ghule. Natürlich. Ja, haben wir. Und deswegen ziehen wir uns zurück. Ja, wieder wird die kleine Schar aus Leuten dann angeführt. Ihr könnt auch dann neben euch erkennen, wie der Kastellan Sonnfried von Schneitach irgendwo neben euch steht. Und er ruft dann auch seinen Wachleuten zu, die hier auf den Zinn schon stehen. Während noch nicht alle evakuiert sind, schließt die Tore! Der innere Ring ist verloren! Mit dem inneren Ring meinen die hier unten, oder? Die meinen diesen inneren Ring hier, genau. Schließt den unteren Ring. Und ja, wie gesagt, hier strömen jetzt gerade, wie gesagt, diese 100 Leute an euch vorbei. Und während jetzt so gerade die erste Hälfte vorbei ist und eben der Kastellan, gibt er den Befehl zum Tore schließen. Lass uns doch lieber in den innersten Ring zurückziehen. Dort ist eine Brücke. Die können wir nutzen. Lass mich eins versuchen. Im Namen der Götter. Ich bin Travigor zu Dergelsmund. Lass die Tore auf. Lass die Leute entkommen. Lass sie fliehen. Ich würde versuchen, die Leute mit meiner Autorität zu überzeugen. Überzeugen. Den Fluchtweg nicht abzusperren. Du willst jetzt die Wachen überzeugen, ne? Nicht den Kastellan. Wie wenig sehen kann, wer mich anhört. Ja, also wie gesagt, du würfelst jetzt eine Überzeugenprobe gegen den Kastellan, denn der hatte seinen Wachen eigene Befehle gegeben und du musst jetzt eben gegen seine Überzeugenprobe angehen. Mhm. Oh, nicht gut. Ohne Schicksalspunkt sieht das nicht gut aus. 3... 2. Ja gut, ich schippe. Du schickst. Ich muss alle 3 schippen oder kann ich auch 2? Wäre auf alle Fälle, glaube ich, sinnvoll, ja. Ja, schipp alle 3. Mhm. Also, ich muss mal gucken, du hast die 15, ja, genau. Die 17 wäre auf alle Fälle sinnvoll. Das ist ein ganzer Fertigkeitspunkt mehr. Ja, du kannst verzweifelt noch einmal zu den Wachen sehen, die dort oben auf den Mauern stehen. Die schütteln dann aber den Kopf. Tut mir leid, Herr Baron. Und was der Kastellan sagt, schließt die Tore! Kann man die sehen, die am Zuggitter oder am Tor stehen? Die stehen oben über euch? Nee, kannst du nicht sehen. Okay. Ich schüttel traurig den Kopf und folge meinen Freunden. Hinter euch wird das Schreien und Kreischen von Frauen, alten Männern, von Kindern ziemlich laut. Die Enttäuschung, diese Wut, das Aufheulen.
als sie dann im inneren Ring bzw. im äußeren Ring dann eingeschlossen werden und zusammen mit Raya dann von Pregelsaum und den anderen Verbliebenen dort wohl kämpfen müssen oder sich einschließen. Vielleicht müssen sie gar nicht kämpfen, aber ihr könnt das Kratzen in den Steinen hören, auch wenn es weit entfernt ist, und das Gestöhne aus dem unteren Dorf. Ja, so könnt ihr, nachdem ihr durch die Tore sind und seid und auch der Kastellan wieder durch ist, könnt ihr dann in dem oberen Teil der Burg ankommen. Ihr könnt euch ein bisschen umblicken. Auch hier wieder Schmiede und ja, verschiedene andere Gebäude, Wirtschaftsgebäude, andere Handelsposten, wohl der Adel von vielen Pregelsaums natürlich auch, die dann hier angebracht sind. Einige Diener, die dann hier ebenso herumeilen, und die ersten paar Ritter, die auf den Pferden dann auch nach draußen eilen und empört dem Kastellan noch einmal zurufen, dass er die Tore wieder aufmachen soll. So ein Feigling. Lässt seine Bevölkerung sterben, damit er überlebt. In den Rondra-Tempel, dort sind wir sicher. Natürlich, in den Tempel. Alle mitkommen. Bastarde. Ja, wie gesagt, die Gruppe, auch wenn ihr die Gruppe eben getrennt habt und aus den 100 eben 50 wurden, aber dadurch, dass jetzt hier in dem oberen Ring weitere Leute dazukommen, die dann dazuströmen, Diener, die sich anschließen, allesamt wollen sie in die Kaserne vordringen, wo ihr dann auch weitere Ritter erkennen könnt und auch Azzo von Pregelsaum, den Bannerherr des Burggrafen, der dort gut versucht, die Ritter und die Schützen zu kommandieren. Ihr könnt wohl sehen, wie weitere Leute auf den Zinn stehen und Pfeile jetzt rausgeholt haben, einige Brandpfeile, die vorbereitet werden, so große Brandschalen. Und ihr könnt in den großen Kasernenkomplex, der Rondra-Tempel, vordringen, der tatsächlich ziemlich groß ist, dreistöckiger Tempel. Und so seid ihr sicher. Ja, Azzo winkt euch nochmal rein und dirigiert das dann wohl, nimmt euch so ein bisschen die Arbeit ab. Alle in den Rondra-Tempel, er ist groß genug, ihr seid dort sicher. Herr von Pregelsaum, wie ist die gegenwärtige Lage? Tja, das weiß ich noch nicht. Ich habe die Schützen dort positioniert, aber so wie der Kastellan das sagt, verdammt soll er sein. Ich werde die Tore wieder öffnen lassen, und damit die Ritter wenigstens in der Trutzburg reiten können. Wenn es sich um Untote handelt, sind Schützen dann unbedingt sinnvoll? Sind das denn überhaupt Untote? Es sind keine Untote, es sind diese Ghule. Was machen die denn hier im Rondra-Tempel? Das hilft doch gar nichts. Ich denke, der macht Schützen doch keinen Unterschied. Schützt uns Rondra nicht? Wir müssen sie von der Entfernung ausschalten, damit sie uns nicht anstecken können. Was redet ihr denn für Unsinn? Die Götter sind gnädig und sie beschützen uns. Alle in die Tempel, dort seid ihr sicher. Lasst das einfach Helden, ja? Lasst das einfach uns machen. Retter. Nun, meine Herren Ritter, wenn sie darauf bestehen, in den Tod zu gehen. Aber ist der Traviger, wenn das keine Untoten sind, was machen wir dann hier? Du hast doch selber gesagt, dass es Infizierte sind, oder? Richtig. Es sind gute. Dann hilft uns der Tempel rein gar nichts. Nun, vielleicht sind wir hier besser. Am Arsch sind wir hier besser gesichert. Nun, wir brauchen eine Engstelle. Meine Herren, wir kühlen unsere Gemüter jetzt einmal wieder herunter, denn kein Plan, der es wert wäre, umgesetzt zu werden, ist in einer hektischen Laune entstanden. Also, was schlagt ihr vor? Sie sind am Tor! Wir müssen die Tore verstellen. In den allerinnersten Ring zurück. Dort ist eine enge Brücke, eine Engstelle, von der wir gut schießen können, von der wir gut verteidigen können. Ich befürworte diesen Plan. Das klingt logisch durchdacht und nach einem... Ja, doch. Herr Baron, kriegen was wir denkt alle ihr? Da hoch? Ja, wir sollten lieber anfangen, jetzt erstmal die Bevölkerung loszuwerden, dorthin zu schicken und die Kämpfenden hier zu halten, dass wir der Bevölkerung Zeit kaufen. Werden Rückzugskampf führen? Genau. Herr von Pregelsaum, habt ihr Brandöl hier? Ja, selbstverständlich. Drüben, in dem Komplex. Gut. Ich hätte eine Idee. Ich weiß nicht, ob sie sinnvoll ist. Das müsst ihr evaluieren. Ich bin kein Kriegskünstler. Aber die Untoten werden, sobald sie das Tor durchbrochen haben, sicherlich die Straße hinaufziehen. Und
Diese Straße könnte man mit Brandöl fluten und dieses zu einer günstigen Gelegenheit mit einem Pfeil entzünden. Wie sieht es mit Tieren in der Burg aus? Pferde. Einige Pferde. Hunde. Was wollt ihr denn? Ghule, die Pferde zum Fraß vorwerfen im Zweifel, um sie abzulenken. Nicht die Pferde. Also dann haben unsere Schlacke im Rundra-Tempel vor, also. Dann haben unsere Ritter auch nichts, auf dem sie sitzen können. Würde das ich für keine gute Idee. Ich würde die Pferde auch nicht leichtfertig opfern. Nein, nicht leichtfertig, aber bevor die Ghule die Menschen reißen. Gibt's nicht ein paar alte und kranke? Menschen? Zieht die Ritter doch besser in den innersten Ring zurück, dann können wir im Falle noch einen Ausfall aus dem Tor machen und sie von der Brücke schmeißen. Wir müssen auf jeden Fall dann drehen die Ritter wieder um und die Tore werden hinter ihnen geschlossen, während die Schützen den Rückzug decken. Aber davor müssen wir jetzt erstmal schaffen, dass wir die Bewohner in den innersten Ring bekommen. Die klettern auf die Mauern! Arno, das klingt sehr weise. Ich würde sagen, genauso machen wir es. Männer, setzt Spieße ein! Brandöl! Schickt sie hier! Sammelt eure Männer möglichst weit hinten, hier an dem Torhaus. Habt ihr Ballisten? Ballisten helfen uns nicht. Sie spießen 2-3 Leute auf und brauchen ewig zum Nachladen. Ja, das sind 2-3 Ghule weniger. Ja, dafür werden Schützen verschwendet, die pro Minute 5 von den Viechern erwischen könnten. Was redet ihr denn da, Söldner? Das Ausfalltor, da sitzt man nur in der Falle. Keine Gebäude. Das ist eine Todesfalle. Zieht euch jetzt zurück in den Rondra-Tempel. Gehst du zurück in den Rondra-Tempel? Er macht mich nervös hier. Herren Magier, ich würde jetzt gerne auf eure Expertise bauen, da ich mit derlei Dingen überhaupt nichts zu tun habe. Also, diese Ghule, sind das Untote, ja oder nein, und inwiefern werden sie von dem Sonnenlicht beeinflusst? Normale Untote zerfallen, meine ich, aber... Meines Wissensstandes her wird sich jener Ghul, der eher sich unter Tage aufgehalten hat, wenn er die Tunnel gegraben hat, wahrscheinlich auch mit dem Sonnenlicht nicht ganz so vergnügen können. Ich bin kein Experte darüber, aber... Das beantwortet nicht, ob sie vergehen, wenn sie Praios... Ich denke nicht, dass sie vergehen, aber sie werden wahrscheinlich die Flucht ergreifen. Mittlerweile könnt ihr erkennen, wie eine ganze Menge von diesen Kreaturen, sie sind unglaublich lange Arme und noch längere Klauen, große reißzahnige Mäuler. Ihr könnt erkennen, wie sie jetzt auf die Zinnen geklettert sind und die Ritter, die Schützen, die Wachhabenden, die dort oben standen, die mit ihren langen Spießen gearbeitet haben, mit einigen Feuerkörben. Andere Feuerkörper werden gerade die Zinnen runtergeworfen, in der Hoffnung, dass man sie abwehren kann. Ihr könnt erkennen, wie jetzt ein Kampf oben auf den Zinnen entbrennt und sich die Zähne der Ghule in die Rüstungsteile der Wachhabenden stürzen. Hier oder wo? Nee, direkt neben euch. Hier. Ah, okay. Gut. Wie ich gesagt habe, wir müssen ganz zurück und zwar jetzt. Hier zu bleiben hilft nichts und zu diskutieren hilft auch nichts. Los jetzt! Ja, ich würde mich zurückziehen. Ja, ich folge auch. Ihr Kastellan sagt euren Männern, sie sollen sich zurückziehen. In den innersten Ring. Zusammen mit den Bewohnern. Los jetzt! Wir verlieren die Ringe zu schnell. Wir müssen zurück. Ja, ich würde nur mal im Tempel sagen, Schwester der sanften Göttin schenkt uns Kraft. Ja, du kannst sehen, wie Herbo Ranfel neben dir auftaucht. Ich kann nicht mehr. Ich muss hier bleiben. Das ist genug. Ich glaube, die Frauen und Kinder können auch nicht mehr, aber wir bleiben hier. Ihr kommt mit. Ich kann nicht mehr. Ich sitze normalerweise auf meinem Kutschbock. Egal, wollt ihr gefressen werden? Ich vertraue auf die... Bewegt euch. Ich vertraue auf die anderen. Los jetzt! Ich kann nicht mehr. Ich packe ihn meinen Arm und zähle einfach hinter mir her. Ja, ihr könnt Herbo Ranfel dann grob ziehen. Ihr guckt euch noch einmal um. Es sind viele. Wie gesagt, Kinder, Alte, Schwache, Kranke. Und ihr könnt jetzt Herbo Ranfel natürlich evakuieren, aber der Tempel der Rondra ist voll. Was können wir denn machen, um die Leute da rauszuschaffen? Ey, ich mach noch einen Schutzsegen da rein. Gegen Mishkara? Ja, als ich würde halt. Gegen Untote. Ich würde nicht gegen Untote sagen, sondern gegen Ghule. Gegen Ghule, okay. Oh, das geht.
Aber können, ganz kurz, ich brüll die ganze Zeit den Leuten zu, dass sie sich bewegen sollen. Warum stehen die immer noch im Rondra-Tempel? Die können nicht mehr. Alte, ja. Kranke, Schwache. Die sind völlig fertig. Die sind gerade den ganzen Burgkomplex hochgerannt über Straßenzüge. Die sind nicht mehr in einem Heldenleben. Das sind alte, Kranke und Schwache. Und die haben eben die Hoffnung gehabt, dass sie im Rondra-Tempel einfach sicher sind. Ja, ich gehe mal wieder meine Erschwernisse und Erleichterungen durch. Ich bin auf weitem Boden, hier im Rondra-Tempel, hoffe ich zumindest. Und ich handle aus einer Notlage heraus. Mittelfeld Storko zieht Adam am. Alles klar, komm, wir laufen in den inneren, in den oberen Ring. Wir verteidigen die Brücke. Komm, wir beide. Ado, seht euch die Leute an, sie schaffen es nicht. Komm, ich kann es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, sie komm, hier Ado. Im Stich zu lassen. Wir trennen uns. Wir opfern dich. Wir müssen hier die Stellung halten. So. Also. Dann auf die Mauer. Ziehe einmal mehr das Silberpulver heraus, schreite wieder einen Ring ab, weise dabei auch alle anderen Leute an, in der Mitte des Ringes zu bleiben, und einmal mehr spreche ich die Worte: Im Namen der Herren Rondra und meines Herren Phexis und der übrigen Herrscher Alvarans. Unheiliges Gezücht der Ghule. Ihr könnt nicht eintreten. Ihr könnt nicht vorbei. Über euch könnt ihr gedämpft durch den Stein Kämpfe hören, das Heulen der Ghule und die Rufe Verzweiflung von Rittern, von Waffentreuen. Währenddessen zieht immer noch Mittelfeld Storko am Arm von Ado. Komm, lass sie zurücklassen. Das ist, die erkaufen uns Zeit. Komm. Nichts da. Mycho, komm mit! Lass sie her! Mara in den... Ich gebe meinem Hund den Befehl, dass sie in den Schutzkreis gehen soll, dann mache ich mich kampfbereit. Ja. Und, ja... Gut, dann halten wir hier aus. Was ist der beste Ort hier, um sich zu verteidigen? Also, der Rondra-Tempel hat starke, ziemlich starke doppelflügelige Tür. Die kann man natürlich noch weiter verbarrikadieren. Du kannst noch einige Bänke und Sitzreihen sehen. Du guckst dir die hohen Fenster an. Die sind verglast, das ist zumindest gut. Aber eigentlich müsste man sich direkt in der Mitte aufhalten. Oder von der Kanzel herab hat man vielleicht noch ein paar Sekunden länger. Man müsste jetzt entweder darauf hoffen, dass die A gar nicht reinkommen. Ja, oder B in der Mitte irgendwo kämpft. Hat aber auch keinen zweiten Ausgang oder dergleichen. Midas, wie groß ist der Kreis? Ist das Z oder ZZ? Das ist Z. Okay, dann sind das aber nur, was sind das? 10 Meter? Ja. Das ist nicht viel. Das reicht nicht für 100 oder gar 200 oder 500. Nee, ich weiß. Reicht das für den Eingang, wenn das nur einen Eingang hat? Könnte für den Eingang reichen. Dann stellst du dich ins Zentrum vom Eingang und ziehst außenrum den Kreis. Genau, das war eigentlich auch die Idee. Okay, gut. Gut, dann haben wir auch außenrum Möglichkeit zu kämpfen. Ja, also wir können auch von innerhalb des Schutzkreises aus kämpfen. Genau. Über nach euch könnt außen. Ihr sehen, wie wohl weitere Ritter über so einen Turm nach oben rennen und dann auf der Galerie verschwinden und dann wie sich wohl dem Kampf auf den Zinnen anschließen. Ist hier eine Rondra-Geweihte vor Ort? Ja. Gut, dann würde ich sie ansprechen. Eugnaden? Ja. Bin gerade dabei, einen Schutzkreis zu ziehen. Habe ich schon gemacht. Spart eure Kräfte, wir werden noch weitere Schutzkreise brauchen. Okay, dann ich werde dort oben die Eingänge verbarrikadieren. Man kann von der Galerie aus in den Verwaltungstrakt und natürlich auch auf die Palisade laufen. Das muss ebenso versperrt werden. Ich bin gleich wieder da. Natürlich. Passt auf euch auf. Danke für eure Arbeit. Selbstverständlich. Andra mit euch. Andra mit euch. Damit läuft sie ebenso die Treppe nach oben, den Rittern folgend. Sollten wir ihn hinterher? Nein. Sie kann auf sich alleine aufpassen. Ich hoffe nur, sie kehrt wohlbehalten zurück. Sie zu verlieren ist der größte Punkt, den wir an dieser Stelle verlieren könnten. Sie hat die notwendigen Kamalen Reserven, um noch einige Schutzkreise aufrechtzuerhalten. Aber sie ist mit Rittern unterwegs. Ich denke, ein paar Ghule wird sie abwehren können. Das will ich hoffen. Es kommt nicht selten vor, dass die Rondrianer immer zuerst sterben. Besser dir als mir! Du was?
Nein, er dreht schon durch. Na wann nun? Ich mache meine Armbrust bereit. Ich gehe zwischen den Dorfbewohnern hin und her und versuche sie zu beruhigen. Ich setze meinen Gänsehelm auf und bete nochmal an die Götter. Wenn er fertig ist mit Beten, Herr Baron, dürfte ich euch verzaubern. Giron, ich denke mal, ihr habt Gutes im Sinne mit eurer Magie. Ich erlaube es euch. Ein Attributo Körperkraft. Würfel mal auf deine Magiephobie. Okay. Das hast du ja. Das ist Mut erschwert um Magiephobie. Selbstbeherrschung erschwert um deinen Nachteil. Moment. Ich habe Arkanophobie 3. Also Selbstbeherrschung plus 3. Ja, dann darf er's. Okay. Immerhin ist er dein Leibmagier. Richtig. Und wenn du dem nicht traust. Mittlerweile ist der Kampflärm ist wohl leiser geworden. Ob das gut ist, wisst ihr nicht. Ihr dürft mal eine Sinneschärfeprobe würfeln. Gehör? Nee, nicht. Okay. Ado kann erkennen, dass sich euer Boron-Geweihter mittlerweile zu den anderen Kranken und Schwachen gesetzt hat. Erst hättest du das Gefühl, zumindest die anderen haben das Gefühl, dass er sich wohl mit denen unterhält, aber du kannst wohl mittlerweile erkennen, dass er sich einfach nur, er sinkt den Kopf so ein bisschen, er sinkt so ein bisschen hernieder und er sieht wirklich, wirklich schwach aus. Zieht sich da wohl gerade so ein bisschen an den Kopf und stützt sich so ein bisschen ab und du siehst, dass er so ein Büschel Haare in seinen Händen hat. Kommt mir das erfahrungsgemäß seltsam vor? Du wurdest ja selbst von einem Ghoul gebissen. Du hast dich danach unglaublich schwach und entkräftet gefühlt. Aber mit den Ghoul-Krankheiten an sich kennst du dich nicht aus. Also, nee. Ja, und außerdem wurde ich auch von dem Viech gebissen und fühle mich gerade nicht so. Also kommt mir das schon komisch vor. Genau, also es ist keine Wirkung dieses Nekrophagion. Dieses Drachenbandwurms oder der anderen Kreatur. Ich zieh mal Midas zur Seite. Ja. Midas? Was ist? Schau mal vorsichtig zu unserem Boroni rüber. Ich würde mal vorsichtig zum Boroni rüber schauen. Oh. Ja, du kannst sehen, dass er wohl gerade sich irgendwie an meinem Finger irgendwas runtergepult hat und du guckst hin, hat er sich gerade einen gelben Fingernagel abgerissen? Das ist der Tempel, der auf ihn wirkt? Meint ihr, er ist... Ich würde gerne mal eine Menschenkenntnisprobe auf ihn würfeln. Ihn einschätzen. Also... Ich habe mich ja lange mit ihm unterhalten. Schätze ich ihn so ein, als könnte er ein Paktierer sein? Weißt du nicht. Du wüsstest nicht, welchen Pakt. Gut, Bohrengeweihte sind natürlich immer von Tagunitor versucht, aber zumindest konnte er den Namen ohne Stottern aussprechen oder ohne, dass er Blut gespuckt hat. Natürlich kann er einer der anderen Paktierer sein. Belhalha schließt du aus in einem Wundertempel. Es kann jeder andere sein, du weißt es nicht. Und auf alle Fälle ist das nicht normal. Nicht normal. Möglicherweise ist er ein Paktierer. Vielleicht hat er Hulle auf uns gehetzt. Über euch auf der Galerie könnt ihr noch einige Ritter sehen, die vorbeilaufen und sich wohl eher dann mit der Rondra-Geweihten unterhalten oder so. Sie graben im Stein! Und sind dann wieder weg. Ich gehe auf den Boroni zu. Was tun derweil die anderen? Geron, Mycho, Tau. Attributo Körperkraft. So, Travigor, ihr solltet euch jetzt stärker fühlen. Das fühlt sich tatsächlich besser an, als ich dachte. Und dann, im Glauben gestärkt,
wende ich mich an die Flüchtlinge und sage, hab keine Furcht. Meine Freunde und ich, wir werden euch beschützen mit unserem Leib und Leben. Wir werden euch nicht im Stich lassen. Wenn ihr für uns betet, dann ist der Sieg gewiss. Ja. Und so würde ich versuchen, sie zu beruhigen. Während Traviger das macht, werde ich mal eine kurze Runde um den Boroni drum machen und mich in seinem Rücken platzieren. Wurdet ihr schon verzaubert? Nur von Frauen. Nein, ich würde euch gerne den Rüstungsschutz verpassen. Ich würde Mycho meine Hände auf die Brust legen, also meine Hände auf seine Brust legen und ihm einen Armatrutz verpassen, einen Dreier. Dolore Defender. Sollte gelungen sein. Ja, kannst mal Selbstbeherrschung würfeln, Störung ignorieren. Neben dir fällt ein Streiter, ein Ritter von der Galerie und platscht die vielen Schritte, 10 Meter neben dir auf den Boden des Ornra-Tempels. Es gibt ein Spritzen. Du hast natürlich schon viele Leichen gesehen, aber das war ja ein Zauber. Und die Flüchtlinge schreien auf. Allesamt weichen sie irgendwie in die Mitte, zurück an die Tür. Das, was Mithas eben mit dem Schutzkreis versiegelt hatte. Also die Flüchtlinge sind in Panik. Travigor, du hattest es eben schon gesagt, du kannst gerne mal eine heilkunde Seele würfeln. Oh, kann ich sie nicht versuchen zu überzeugen? Nee, heilkunde Seele. Ableiten plus 10. Auf überzeugen, ja. Überzeugen plus 10 oder Heilkunde, Seele, dafür ist es da, um Nachteile zu senken. Wir haben gerade einfach unglaubliche Angst. Derweil könnt ihr die ersten keckenden Kreaturen auf der Galerie erkennen und sehen, wie sie dort mit ihren langen Klauen in den Rondra-Tempel strömen. Das, was ihr prophezeit habt, ist tatsächlich eingetreten. Der Rondra-Tempel mit dem heiligen Boden schützt nicht. Verdammt, sie sind drin! Geschafft habe ich die Probe, nicht besonders gut, aber vielleicht kann ich den einen oder anderen zumindest beruhigen. Ja, was dir plötzlich auffällt, ist, dass alle Flüchtlinge, die du eben versammelt hast, so grob 100 Leute, die du jetzt hier gerade neben dir hast, plötzlich stehen sie allesamt hinter dir und du stehst in der ersten Reihe. Die Ghule sind immer noch oben auf der Galerie und hecheln da rum, ihr könnt sie noch hören, wie sie da oben herumlaufen und mit ihren Krallen über das Holz scharren. Noch haben sie euch nicht gesehen, entdeckt. Vielleicht haben sie, natürlich haben sie euch gehört, gerade bei den vielen Flüchtlingen, aber ja. Ja, währenddessen würde ich mal auf unseren Borangeweihten zu meine Hand aufs Schwert legen. Euer Gnaden, ihr solltet jetzt wahr mit mir sprechen. Ich sehe, ihr verbergt etwas vor mir und mir behagt es gar nicht. Was wollt ihr wissen? Er guckt dich an und du kannst sehen, wie seine Augen auch so ein bisschen gelb-rötlich sind. Also die Augäpfel haben sich deutlich verfärbt. Scheinbar scheint es euch nicht besonders gut zu gehen. Möglicherweise ist dieser Tempel Ursache dafür. Was meint ihr damit? Ihr seid ein Paktierer. Nein, ich bin einfach nur müde. Seht euch an. Also ich würde erstmal wieder gerne eine Menschenkenntnisprobe würfeln, ob er mich da angelogen hat mit dem Nein. Du weißt natürlich nicht, wie gut er lügt. Konträre Lügenprobe überreden, aber du hast nicht das Gefühl, er ist einfach zu müde zum Lügen. Okay. Dann seid ihr kein Paktierer. Bitte. Natürlich nicht. Ich diene Bohrorden. Was wollt ihr denn? Lasst mich einfach ein bisschen ausruhen. Ich ziehe trotzdem mal mein Schwert und lasse ihn sich selbst spiegeln, dass er sich selbst sehen kann. Seht, das meine ich. Es ist nicht nur Müdigkeit. Nein, eure Augen verfärben sich gelb. Eure Fingernägel pulen sich ab. Was ist los mit euch?